Also ich bin Doreen Jagoschütz, bin Physio- und Ergotherapeutin und komme aus der neurologischen Reha-Klinik in Leupel. Und der Achim war Patient von Februar bis Anfang Mai bei uns und wir haben hier jetzt nochmal eine Woche intensives Gangtraining betrieben. Also die Doreen hat es schon gesagt, ich bin der Achim, der Patient. Ich habe im Februar einen Schlaganfall gehabt und habe in der Reha soweit gehen gelernt, dass ich mich etwas bewegen kann. Kurze Strecken sind möglich. Warum ich hier bin, ist, dass ich auf dem Laufgerät eine Perspektive entwickle, wie das richtige Gehen vonstatten gehen kann. Ja, und wir haben eine sehr erfolgreiche Woche hinter uns. Jetzt hier, jawohl. Gar nicht so groß, er braucht gar nicht so groß. Schritt und nochmal hier, komm. Ja, das möchte ich haben. Über Stock und Stein gehst du. Und spürst du jetzt schon Fortschritte nach 5 Tagen Training? Meine eigene Prognose ist die, dass ich mit etwa 3 Wochen mit 2 Einheiten am Tag mir vorstellen kann, wieder den perfekten Gang zu lernen. Ich habe auf alle Fälle eine klare Perspektive gewonnen, wie der Bewegungsablauf stattfinden soll. Ich sehe Fortschritte. Also zum Anfang hat der Achim komplett gehebelt, eine Seite lang, eine Seite kurz gemacht. Hat seine vorhandenen Hüft- und Kniebeuger nicht genutzt, die er gut nutzen kann. Das funktioniert jetzt richtig gut. Ich konnte während der Woche auch einen Zug entfernen. Und das einzige Problem ist wirklich noch der vorhandene, noch nicht existierende Fußheber. Wenn man das mit einer guten Schienen-Orthesenversorgung in den Griff bekommt, glaube ich schon, dass ein recht physiologisches Gangbild in den nächsten Wochen eintreten könnte. Tschüss, Andi. Ciao. Schönes Wochenende. Danke dir auch.